Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Division 2 hier bei mir auf dem Kanal. Wir spielen die Fahndung und wir sind wieder mal auf einem Kopfgeld unterwegs. Und so gleich zu Beginn muss ich mir erstmal einen Frosch aus dem Hals holen. So, da drüben geht es zu Papa 2 und zu Corporal Pierre. Ich denke, wir müssen da irgendwo unten durch. Oder müssen wir da hoch? Ich glaube, wir müssen da eher da hoch. Ja, da drüben gibt es was zum Hochklettern. Ja gut, wir hätten jetzt auch... Ja. So, erstmal hier ein bisschen die Lage anpeilen. Ah, kann es sein, dass das da unten ist? Wir müssen da unten. Ah ja, das sind doch die Kollegen. Jep, da würde ich doch sagen, schmeißen wir erstmal ein Granätchen hin, damit die ein bisschen Freude haben an uns. Ah, da kommt schon einer hoch. So, da springt noch einer rum. Gut, das soll es dann auch für den Teil hier gewesen sein. Dann geht es jetzt weiter. Ja, da drüben geht es weiter, wusste ich es doch. So. Jetzt vermute ich gleich Ärger geben, wenn ich da hinkomme. Weil ich denke nicht, dass da jemand drin ist in dem Käfig. Ah, da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie. Logisch. Oh, wenn du das sagst. Für mein Geschütz ist es auch ein guter Ort. So, jetzt haben wir da links noch einen. Und da werden sie gleich noch mehr hier rauskommen. Noch mehr? So, und mit Sicherheit kommt gleich wieder ein gut gepanzerter Gegner. Ah, nee. Ups. Ich höre was, ich höre was. Wie Luftaufklärung? Ach du Scheiße. Dann gehen wir aber schnell mal dahin. Ah, ja, 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 ja. Wo ist das Teil? So, wir müssen für den Corporal nach unten. Aber für die Luftaufklärung. Ja, die ist weg, oder? Ja, die hat sich verkreucht, verfleucht. Also, jetzt geht's nach unten. So, die Drohne packen wir auch ein. Dann werden wir mal langsam und vorsichtig nach unten gehen. Augenblick mal. Da, ne? Ah ja. Wir hören sie, wir hören diese Aufklärungsdrohne. Nochmal einen kurzen Blick darauf werfen. Ah, das klingt immer so verdächtig. Man hört die Schritte, aber die sind natürlich nicht hier, sondern die sind unter uns. Die Drohne hört man jetzt nun mal gar nicht. Ah, merkwürdig, merkwürdig, sehr merkwürdig. So, Munition haben wir aufgefüllt. Und jetzt geht's hier lang. Dann gehen wir mal nach unten. So. Und helfen mal dem Kollegen Corporal Pierre, darüber nachzudenken, ob er wirklich alles in seinem Leben richtig gemacht hat.
oder ob er doch irgendwann mal eine falsche Entscheidung getroffen hat. So, hier geht's rein. Ja, wir hören die Drohne wieder. Wir hören die Drohne. Okay. Ja. Jetzt bin ich gerade mal wieder ein bisschen irritiert. Wir müssten da irgendwie... Okay. Da müssen wir rum. Gibt es noch was aufzufüllen? Nein. So, jetzt aber. Jetzt müsste sich die Sache hier langsam... Klar, logisch. Ja. Nee, nee. So. Da hinten sind sie doch. Jetzt haben wir sie entdeckt. Sehr schön. Also, wo bringen wir unser Geschütz wieder unter? Jetzt erstmal weg hier von diesen Gasflaschen. Das ist keine gute Idee, wenn wir da sind. Da oben könnten wir unser Geschütz hinstellen, glaube ich. Da haben wir eine gute Feuerposition, damit wir über Kreuz schießen. Also los geht's, Freunde. So, er möchte auch mitspielen. Da hinten kommen sie raus. Alles klar, alles klar, alles klar. Sehr schön, wenn die zwei Kollegen hintereinander stehen. Da brauche ich ja gar nicht groß mit dem Gewehr rumfuchteln. Ich sehe dich. So, jetzt kommen sie. Noch mehr hintereinander, das ist gut. Dann nehmen wir mal das MG, damit auch uns die Munition nicht aus... Ach du Schande, was war denn das? Ach du Scheiße. Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Hinten drauf, hinten drauf, hinten drauf. So. Okay, das hat sich wohl... Nee, wo ist er denn? Das ist er gar nicht gewesen. Wo ist denn Corporal? Ach, da springt der rum. So, haben wir da noch mehr? Nein, doch, da hinten ist noch einer. Eine. Wir haben der Arnold bis auf Roosevelt Island verfolgt. Wer weiß, was Sokolova damit mehr vorhat. Ziel erledigt. Gute Arbeit. Wie es aussieht, haben sie sich ein weiteres Kopfgeld verdient. Gut gemacht. Oh, Roosevelt Island. Mel Arnold Retten. Ja. Das dachte ich mir. So, erstmal wieder ein bisschen hier einsammeln. Das ist doch schön, dass wir uns wieder ein Kopfgeld verdient haben. Wir verdienen uns so viel. Haben wir alles eingesammelt hier? Gut, also, alle Gerätschaften. Und dann geht's zu Roosevelt Island. Wir machen aber erst hier noch ein bisschen... Pump up the volume. So, was haben wir denn da? Haben wir noch was? Gut, dann haben wir hier noch was. Sehr gut. Und da unten haben wir noch was. Machen wir erstmal alles voll hier. So, 12, 50, 50, 50, da haben wir dann gar nichts mehr groß. Gut, alles klar. Dann geht's doch auch schön vorwärts. Okay, wir müssen... ja, klar. Nochmal, oder wie? Nee. Wir müssen zu Roosevelt Island, das ist klar, hier hinten. Augenblick mal. Ja, klar, Kopfgeldeinsatz. Jo, aber den nicht, dass uns die Zeit davon läuft... Deswegen werden wir jetzt erstmal so, werden wir erstmal zum Kontrollpunkt, der uns ja gehört, uns mal beamen. Wunderbärchenklärchen.
dann ist auch wieder alles aufgefüllt und dann können wir uns... ist es doch alles aufgefüllt, oder? Nee, es ist nichts aufgefüllt. Heidenei. So, haben wir hier noch was? Nein. Das ist der Taxifriedhof. So, wenn ich richtig weiß, müssen wir eigentlich in diese Richtung. Lass mich mal kurz nochmal überlegen. War das nicht da drüben über die Brücke rüber? Nee, völlig falsch rum. Wir müssen in diese Richtung, glaube ich. Steht's da oben vielleicht sogar? Nochmal schauen. Ja, das ist die richtige Richtung. Und da haben wir natürlich wieder jede Menge Leute, die uns das Leben schwer machen wollen. So, dann gehen wir mal nach vorne. Deckung. Oh, da kommt aber jede Menge jetzt. Ja, die Granate ging aber böse vorbei. So. Er hat also hier ein Dröhnchen, aber das wird sich jetzt gleich auflösen. So muss das sein. So, kommt da noch mehr? Da kommt nichts mehr. So, dann nehmen wir das auf. Nee, doch, da kommt noch was. Da ist noch einer unterwegs. Das sind noch welche unterwegs. Da hinten. Das war's aber, glaube ich, erstmal. Richtung Roosevelt Island. So, da sind noch mehr. Aber auch einige von uns. Oha. Der hat uns gar nicht auf dem Schirm gehabt, glaube ich. Oh, nee, das mag ich jetzt gar nicht. Das mag ich gar nicht. Da brauche ich ein bisschen Unterstützung. Oh, da bleiben wir besser in Deckung. Ja, das hat sich dann für dich erledigt. So, was ist mit ihm hier? So, da haben wir noch Material zum Mitnehmen. Bevor wir dann zu Roosevelt Island kommen. Sehr schön, okay. Noch was? Nein. Gibt es da noch mehr Leute, die sich uns in den Weg stellen wollen? Nein, das sieht nicht so aus. Dann würde ich doch fast sagen an dieser Stelle, ich denke, wir können dann gleich dieses Kopfgeld beginnen, aber nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten. Das soll es gewesen sein hier für diese Folge The Division 2, die Fahndung, und zwar der Anwerber. Um den werden wir uns bald kümmern, aber erst müssen wir die Geiseln befreien, damit die dann uns an der Schlosssiedlung helfen. So, ich sage recht schön Dank fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und über Kommentare oder Däumchen oder natürlich ein Abo würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Zeit und sage wie immer an dieser Stelle Tschüss, ciao, cheerio. Bis zum nächsten Mal, euer Badenfarmer.